Ein Grab mit Videoüberwachung. Die Bilder, die hier aufgezeichnet werden, landen bei einem Sicherheitsdienst, sagt die Speyerer Stadtverwaltung. Nach 10 Tagen würden sie aber gelöscht. Die Kamera hängt an einem Baum auf dem Grundstück des Domkapitels. Dort ist auch das Grab. Die Besucher stehen aber auf dem Gelände des Adenauerparks und der ist öffentlich zugänglich. Bis zum vergangenen Freitag hat ein privater Sicherheitsdienst das Grab des Altkanzlers bewacht. Auftraggeberin die Witwe Maike Kohl-Richter. Ja, ich finde es an sich nicht verkehrt, dass das gemacht wird. Also besser, wie dass Personen das Grab bewachen. Ich habe ein bisschen ein Problem, an einem Friedhof eine Videoüberwachung zu machen. Ich meine, da hat es eigentlich nichts zu suchen. Wenn der Bedarf da ist, dann soll man es halt machen. Also mich stört es nicht, aber ich finde es auch nicht wunderbar. Grundsätzlich habe ich was dagegen, wenn zu viel Videoüberwachung ist, ja. Und in dem Fall? Ich weiß nicht, ob es sein muss. Ich denke, dass so ein wichtiger Mann, der muss seine Ruhe haben. Und wenn das nicht passieren kann ohne eine Kamera, dann muss das passieren. Der Landesdatenschutzbeauftragte Dieter Kugelmann hat den Fall geprüft und grundsätzlich nichts gegen die Videoüberwachung einzuwenden. Nach unseren Informationen steht bzw. hängt die Kamera auf dem Grundstück des Domkapitels, des Bistums, und ist so ausgerichtet, dass sie nur das Grab erfasst. Für uns ist halt wichtig, dass nicht die Spaziergänger, die im Park, also im öffentlichen Raum dort vorbeilaufen, dass die nicht erfasst werden, dass die unbehelligt und ungestört dort sich bewegen können. Falls aber der Zaun abgebaut werden sollte, der ebenfalls im Auftrag der Witwe errichtet wurde, könne es sein, meint der Datenschutzbeauftragte, dass er die Sache erneut prüfen müsse. Ein Vertreter der Sicherheitsfirma sagte dem SWR, man äußere sich gar nicht zu der Sache. Nach Angaben des Domkapitels wird die Videoüberwachung des Grabes von der Witwe des Altkanzlers selbstständig betrieben. Das Domkapitel wirke dabei nicht mit. Vor unserer Kamera wollte sich das Domkapitel heute nicht äußern, aber in einer schriftlichen Stellungnahme teilte das Bistum Speyer mit, es gebe keine Genehmigung für diese Videoanlage. Dennoch werde die Videoüberwachung weiter geduldet, und zwar so lange, bis die Grabstätte fertiggestellt sei. Und die Kosten, die Gesamtkosten für die Videoüberwachung würden von der Witwe Maike Kohl-Richter getragen, und zwar in voller Höhe.